Ja, schön, dass ihr hier seid. Wir haben heute eine Aufgabe. Wir machen mal was Normales. Wir machen mal was, was alle machen. Und spielen so ein Spiel, das momentan sehr beliebt ist. Only Up. Ein Spiel, in dem man nach oben klettern muss. Only Up fällt in dieselbe Kategorie so ein bisschen wie, Getting Over It. Danke. Alt-F4 und Getting Over It. Also, die Sonne, mit der habe ich schon mal ein persönliches Problem, muss ich sagen. Ach, keine Ahnung. Wir gucken erstmal, wie weit wir so kommen. I remember as a child, my parents helped me to walk along the fence. I felt their support. Es interessiert mich einen Scheiß, was deine Eltern mit dir gemacht haben, denn es sind nicht meine Eltern. Aber dass das Game scheiße ist, macht es ja auch viable, ne? Junge, aber seht ihr, wie ich jetzt noch keinmal runtergefallen bin? Ich bin halt auch God Gamer in the making tatsächlich. Ihr seid glücklich hier auf eurer Müllhalde. Sieht gut aus. Perfekt. Das ist tatsächlich gerade Authentic Berliner Wohnungssuche-Simulator. Wer sich nicht traut, so zu klettern und zu gucken, der findet in Berlin noch einfach keine Wohnung. Aber 3000 kalt? Mindestens. Ich bitte dich. Junge! Oh mein Gott! Kreuzberg! Ich sehe es 1:1 nachgebaut! Woo! Fuck is this? Kann ich mich ducken irgendwie? Ah! Warum bin ich jetzt in der First Person plötzlich? Ah, das ist die Slow Motion, ne? Wieso bin ich jetzt plötzlich in First Person? Wieso sehe ich meine Augen und meinen Mund? Ah, C. Okay. Nordmünster, auch nicht schlecht. Okay, coole Sache. Kann ich irgendwie crouchen? Ah, Steuerung. Mann, hab ich schon wieder nach einer royalty-free Background-Music-Einlage gefragt? Ich denke nicht. Ich erinnere mich zumindest nicht dran. Ganz ehrlich, ich glaube, das Game verdient es nicht, gut auszusehen. Ich möchte, dass das Game scheiße aussieht. Viel besser. 10.000 Mal besser. Ich glaube, Spaß ist nicht das Leitthema hier, nein. Okay, easy snack. Cool, 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 cool. So. Hier sind Röhrchen. Das sind die Pipes. Da bist du runtergefallen. Scheiße. Wählen wir einen klugen Weg. Der da links sieht so aus, als wenn er mich dahin führt. Bam, bam. Bin ich da. Der hier sieht so aus, als wenn er mich da rumführt. Da wieder runter. Da ist ja noch einer. Wo muss ich denn hin? Da hinten. Dafür muss ich dahin. Dafür muss ich dahin. Ich glaube, der hier ist der Richtige. Die Perspektive nervt mich. Die ist nicht zentriert. Gibt es auch eine zentrierte Perspektive? Nur die? Boah. Weiß ich nicht, ob ich das feier. Ah. Eins drücken war tatsächlich richtig, dankeschön. Ist ein bisschen so wie Trackmania Labyrinth-Maps und so ein Shit. Oder so Maps, wo du so dich an Rändern so längs schiebst. So, wo muss ich hin? Ich muss da hin. Wie komme ich da hin? Über das Rohr hier rechts, oder? Sieht so aus, zumindest. Okay, so far so good. Über das Rohr hier rechts, oder? Sieht so aus, zumindest. Okay, so far so good. Ich rufe dich im Discord an. Willst du mich jetzt hier backseaten oder was? Kann man sich daran hochziehen, ist jetzt die Frage. Sieht nicht so aus, honestly. Ah, doch, sehr gut. Du wirst ohne BSG 100% fallen. Das ist der kläglichste Versuch, den ich jemals gesehen habe, um BSG zu rechtfertigen. Okay, ich laufe noch die Spirale hier hoch, dann nehme ich den Anruf an. Die ist ja eklig. Also hier merkt man auf jeden Fall die schlechte Physik am Werk, bin ich ehrlich. Wait, why the fuck is there a jump in here? Oh, nö. Das muss ja jetzt nicht sein, nicht? Okay, nevermind. It's all good. There is something strange going on with this world. Echt? Always been something wrong with it. Ja, nö, sieht eigentlich gut aus für mich. Stability has been shaken. Maybe this is a chance for me.
Was ist das jetzt für eine Scheiße? Okay, alles gut. Okay, so far so good. Ein schönes Bett. Alles gut. Ich wollte hier Spawn setzen eigentlich. Adventure Map Spawn setzen jetzt bitte. Du willst ja Bildschirmübertragung haben oder was willst du? Nee, ich gucke aber gerade nur zu. Ach so. Und dann dachtest du dir... Ich mach gleich den Stream aus, aber ich will trotzdem noch ein bisschen gucken, wie du dich schlägst gerade. Okay. Okay. Ich könnte jetzt hier hochgehen, aber ich könnte auch den Zug hier, den Sprung hier nehmen oder was? Genau. Okay, ja, ich muss ein bisschen die Physik verstehen. Ich arbeite noch dran. Das sieht ja nach so Bait aus, wo ich gerade raufgesprungen bin. Vielleicht ist es das aber auch nicht, ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus, als wenn ich hier weiterkomme, auf jeden Fall. Springe ich jetzt einfach hier runter? Ich glaube nicht, dass ich da raufkomme. Habe ich auch nicht so Interesse dran, honestly. We just go here. The real world, was? Ich kann actually währenddessen selber ein bisschen Shortcuts in Only Op üben für morgen. Was ist morgen? Morgen will Matteo gegen mich spielen. Oh. Das wäre tatsächlich eine Idee. Okay, das sieht auf jeden Fall so far so good aus. Okay. Boah, hier so kleine Dinger sind ja widerlich. Aber wenn man vorne gegen die Kante springt, dann ziehe ich mich immer so hoch. Das ist natürlich nice. Es gibt ein Practice-Tool für OnlyUp? Wusste ich gar nicht. Das ist mein erster Run hier. Ich will hier nichts vom Practice-Tool hören. So, wo muss ich jetzt längs? Dürfen wir jetzt Zug fahren? Oder was ist das Play hier? Es sieht so aus, als dürften wir Zug fahren. Ich gehe einfach mal in die Richtung weiter, die Sinn ergibt. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was ich hier jetzt gerade tun kann. Da ist auch ein Zug. Möchte ich zu dem? Ne, ich glaube, ich möchte zu dem hier. Und dann will ich einfach wegfahren. So, die Richtung da hinten sieht eigentlich... Es sieht halt terrible aus, aber... Okay, jetzt wird hier Randomness reingebracht. Ist in Ordnung, ich spiele momentan sowieso viel TFT. Das ist also voll in Ordnung für mich. Randomness bin ich momentan gewohnt. Ach, keine Ahnung. Eieiei. Hätte ich noch eine Weiche stellen müssen? Wahrscheinlich, ne? Du Hurensohn. Hallo. Was denn? Spidestream. Boah, du... Achso, stimmt. Das wird doch was hier, oder? Ja, das wird was. Okay. Ja, ich hoffe mal, ich fahre jetzt rechts. Das muss ich mir da runterladen hier? Ich fahre in die rechts. So far so good. Ich weiß nicht, warum ich rechts gefahren bin, aber rechts ist gut. Da möchte ich wieder rechts. Nein, also, Moment. Wieder rechts fahren, bitte. Ja, ja. Oh, ich habe mich doppelt bei dir. Sorry. Bitte geradeaus rüber. So far so good. Links. Was? Oh mein Gott. Hey, wo kann ich denn den Shortcut üben? Oder wie, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, wie ich das... Links. I don't know. Nochmal links. Oh. Ja, alles gut. Du musst nichts machen. Das fährt von alleine. Wieso sagst du mir das? Ich mute mich. Okay. So, jetzt ist die ganze Spannung raus. Jetzt kann ich einfach die Hände von der Tastatur nehmen. Jetzt weiß ich ja, dass hier nichts passiert. Das ist lame. Okay, sorry. Ja. Ich nehme das ernst. You're a weak kid? Junge, ich hab heute Morgen so dick den Spinat weggeballert. Von wegen weak kid. Ich geb dir gleich. Guck mal, Elefant denkt, er kann reden. Oh ja, nee, klar. Sowas ist natürlich verständlich. Auch ich mag Böden, durch die man durchfallen kann. Gut programmierte Spiele haben immer Bögen, durch die man durchfallen kann. Okay, also die Royalty-Free-Music, die soll hier als Tilt-Medium dienen, sehe ich das richtig? Dass wenn man unten aufkommt, quasi diese Musik kickt und du bist so, ja, alles klar, ich hasse mein Leben. Ehrlich gesagt bin ich nicht gefallen, nein. Es war einfach nur der Boden nicht solider. Also ich finde Fall als dafür, ehrlich gesagt, die falsche Beschreibung. Okay, wo zum Fick muss ich da hin hier? Ich muss nicht wieder hier zurück. Ach, da hinten über die Züge. Das muss auch jemand dazu schreiben. Boah, das sind, langsam werden die Abstände ein bisschen uncomfortable, muss ich sagen.
Also, sie gefallen mir jetzt nicht mehr so gut, dass sie easy machbar sind. Not knowing what the future holds. Hab ich gefragt. Google Text Speech looking ass. Soundin' ass. Generic. Oh. Krieg ich jetzt Karma? Nee, alles gut. What do I know? I take this. I don't take the fucking tracks. Das sieht auch gut aus hier. Oh Junge, ein ICE. Das ist übrigens, was passiert auf den Gleisen zwischen den Städten, wenn der ICE wieder zu spät ist, Guys. Das ist Deutsche Bahn Simulator hier. Okay, where do I need to go? Wo geht's hier weiter? Da hinten, das heißt, ich muss da hin, okay. Das ist aber nichts für Leute mit Fallangst. Also ich habe miese Höhen/Fallangst und bei mir ist alles gut hier. Es macht mich überraschend wenig uncomfortable, aber in Spielen, muss ich sagen, hat das auch noch nie getriggert. Soll ich wirklich darüber? Du siehst so aus, als wenn du mir einen alternativen Weg geben willst. Aber then again, experimentieren ist es jetzt... Oh, da geht's links. Okay, gehe ich links rum oder rechts rum? Was erzählt ihr jetzt hier für Geschichten? Du willst mich hier nach links baiten. Ich sehe das genau. Aber I ain't jumping over those barrels, fuck no. Die sehen gigatoxic aus, sowohl im literal sense als auch nicht. Muss ich darüber, though? Jetzt muss ich über Barrels springen. Nee. Ich sehe, was ihr mich hier machen lassen wollt. Aber das könnt ihr knicken, meine Freunde. Ja. Ihr dachtet, ihr könnt mich hier in den komplizierten Weg zwingen. Oh mein Gott. Ist das etwa ein Maluna Raid? Maluna, die kenne ich irgendwoher. Ich habe deren Streams letztens gesehen. Die fand ich cool. Echt? Ja. Machst du jetzt wirklich den Stream aus, weil du zugucken willst, oder? Ja, und weil ich noch ein bisschen was erledigen muss. Ah, okay. So warm! Ja, ist auch bei mir mega warm, aber ich habe das Gefühl, meine frische Luft von der Klimaanlage, die bringt meinen Hals zum Kratzen. Ja. Aber es ist wirklich warm hier drin. Vielleicht mach ich sie nur so ein bisschen an. Oh, das sieht eklig aus. Okay, alles gut. Alles gut. Some say that soon no one will need oil, but it is unlikely to happen sooner than in 20 to 30 years. And meanwhile, oil is still a resource that people kill for. Ja. Man merkt immer, wie unabdinglich die Existenz von Öl ist, in dem Moment, wo man merkt, dass Plastik aus Öl gemacht wird. Weißt du, so Brennstoffe und so ein Shit, okay, wir führen immer die Energiedebatte, ne? Aber fucking Plastik wird aus Öl gemacht. Glaubt ihr, in irgendeinem Zustand ersetzen wir Plastik? Plastik ist eine fucking Umweltkatastrophe, aber auch fucking praktisch. So glaubst du, also, ne? So eine Tupperdose hat schon zivilisationsverändernde Ausmaße. Oh fucking hell, what is this? Gibt schon ölfreies Plastik? Das kann sehr gut sein, da weiß ich tatsächlich nichts drüber. Ich hoffe es, dass das irgendwie gibt oder geforscht wird oder was weiß ich. Sag mal, was ist das jetzt für ein Müll hier? Was ist das? Babe. Oh. Ja, bitte? Chad hat mir gerade im Stream so ein GitHub-Tool vorgeschlagen, mit dem man Oli abgeben kann. Ist das bannable? Habe ich was Falsches gemacht? Ich mache mir jetzt die ganze Zeit Sorgen. Bannable? Es gibt doch kein Multiplayer. Ja, wenn ich auf... Ist das trotzdem illegal? Nein, Quatsch. Boah, I hate this jump. Was ist das denn? Da geht auch was hoch, aber da komme ich niemals drauf. Das sieht nicht machbar aus, außer das ist nicht wirklich rund. Aber bisher gab es nichts wirklich Rundes in dem Game, also hoffe ich einfach mal... Boah, kann ich noch einen Schritt in die Richtung gehen? Oh, praise the Lord. Ist
Speedrun machen wir ganz sicher nicht am Ende, weil ich weiß, dass ich jetzt gerade Lust drauf hätte, das am Ende irgendwie zu machen, aber sowas ziehe ich nie durch, deswegen. Oh, what the fuck is this? I hate it. Muss ich den Sprung machen? Ja, muss ich. Dann muss ich da rauf und darüber und dann bin ich erst wieder einen höher. Boah, der ist ja eklig. Oh, I hate it. I hate it. I hate it. Oh, saved, saved, saved. Kein Problem. First try. Cleaner Backwards-Sprung. Das ist mein Hauptproblem, das merke ich jetzt schon, dass man teilweise so slidet. Slidest halt teilweise wirklich so rüber über die Dinger, das ist richtig unangenehm. Ist das Karl Marx oder Einstein? Das ist Karl Marx, oder? Ich habe kein Geld dabei. Wir müssen jetzt hier das Rohr hoch, right? Ja. Kein Geld dabei ist doch aber gut, no? Aus kapitalistischer Perspektive ist es bei Karl Marx, Geld dabei zu haben, schlecht, würde ich sagen, no? Weil dann will er es umverteilen. Also, wenn du als Kapitalist Karl Marx gegenübertrittst, hast du besser kein Geld dabei, weil dann kriegst du ja sogar potenziell was. Ist das Chemnitz nachempfunden hier? Junge, ich war noch nie in Chemnitz, aber passt bestimmt. Sprinte ich? Sprinte ich schon, ne? Ja, definitiv. Ei, ei, ei. Okay, und jetzt kommt mir mein Adventure-Map-Wissen zugute. Ja, ja, ja. Okay, ich muss zugeben, wenn ich mich so an was festklammer und kurz davor bin zu fallen, bisschen triggert auch so ein bisschen so dieser innere so Fallreflex. Bro, was ist das denn? What kind of fucking... Oh. Okay, ich glaube, wenn ich langsam springe, schaffe ich es gerade eben, wenn überhaupt. Wenn ich schnell springe, fliege ich locker drüber. Vielleicht kann ich auf das dahinter aimen. Und kann mich dann festhalten dahinter. Ich habe das Gefühl, ein langsamer Sprung und festhalten ist das Play. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich sprinte, habe ich ein zweites Out. Mach Slam Storage into Core Boost. Ja. Oh, ich glaube, wenn ich den Min-Max am Ende, langsamer Sprung, sollte reichen. Ja. Hier ist ein bisschen laut. Wir sind hier im Tesla-Werk anscheinend. Die Roboter haben angefangen, einfach die Menschen zu bearbeiten. Finde ich gut. Ich bin auch der Erste, der sich so Biomod-Verbesserungen holt. Aber erst, wenn sie gut sind. Kann man auf dich rauf? Bitte, bitte sei solid. Bitte sei solid. Brech nicht weg. Danke. Da werden Streamer gebaut. Nee, dafür sieht das hier ein bisschen zu kompliziert aus, bin ich ehrlich. Ich meine, hier könnte ja actually gutes Produkt bei rauskommen. Also sind Streamer schon mal an sich ausgeschlossen. Junge, wann bist du da hingekommen? Du bist ja voll gut. Ja, so far geht's. Also ich habe ein paar Sprünge echt viel Glück gehabt. Hör mal auf! Er ist ja unangenehm hier. Oh, ist der eklig. I don't like it. Okay, easy. Ich muss sagen, ich bin jetzt ein bisschen paranoid, was unechte Böden angeht. Hab die ganze Zeit Angst, dass ich hier irgendwo durchfalle. Kindergarten? Junge, wer auch immer das Spiel gemacht hat, legit schreibt mir random Textpassagen, die out of context sind, zusammen in ChatGPT eingegeben und hat das hier in Text-to-Speech verwandelt. Ja, kurz testen, kann ich hier zwischen auf die Spalten gehen? Ja, okay. Oh. Boah, der ist böse. Nevermind, der ist easy. Ey, wie man instant den Speedboost kriegt. Der Shift Speedboost ist instant. Der baut sich nicht auf. How do we continue? Hier ist eine Regentonne, die nehme ich. Was? Boah, ja, actually machbar, wa? Boah, man kommt so weit mit einem Sprintjump. Das ist crazy. Easter Egg? Sachen versteckt? Nix? Ich bin traurig. Downtown, all trains. Aber das zeigt nach unten. Ich will nicht nach unten. Ich muss nach oben.
Leute, ich muss nach oben. Da ist Polizei! Oh nein! Herr Polizei, ich habe nichts dabei. Kein Geld. Das fühlt sich falsch an. So, wo muss ich hin? Schon wieder da hinten längs, ne? Ja. Muss ich hier oben drauf oder muss ich durch den Tunnel, ist die Frage. Diese beiden Gitter lassen mich denken, dass ich durch den Tunnel soll. Also gehe ich durch den Tunnel. Was ist das denn da? Das sieht nach einem Shortcut aus. Da ist so ein Drone-Pad. Okay, denken wir logisch. Wenn das Ding mich nach oben fliegt, wo fliegt es mich hin? So wie das aussieht, zu diesem Bus da? Okay, klar. Wenn ich das nicht nehme, was muss ich dann machen? Ich muss da hoch, über die Gebäude, über die Kräne. Das sieht mies aus. Aber ist auch ein bisschen zu obvious. Also ist ein bisschen sehr... Also ist einladend irgendwie. Vielleicht fliegt er mich auch nur zu dem Haus hoch, aber das wäre ja auch schon Wurf, glaube ich. Ich würde nicht, wenn ich, by the way, hier Pixar oder Disney wäre, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, ich würde klagen bei dem Haus. Da ist Free Money drin. Gefällt mir gar nicht. Wo falle ich hin? Mit Glück nicht weit. Mit Pech ziemlich fucking weit. Uff. Ich weiß nicht, wie ich den Sprung hier machen soll. I don't like it. I don't like it. Oh. Okay. Du trollst mich jetzt nicht, oder? YOLO. Ich habe das Gefühl, du stürzt irgendwann einfach ab, von daher. Oh, oh, oh! Ja, das habe ich befürchtet. Du fliegst jetzt nicht wieder hoch, oder? Du Hurensohn, fliegst wieder hoch. Ich hasse dich.